Liebes Publikum, liebe Dorfgemeinschaft, Spirituosenliebhaberinnen und Freunde der Kultur, stellen Sie sich vor, das Raab feiert Jubiläum. Uns keiner, niemand geht hin. Stellen Sie sich vor, Sie treten ein in den Gewölbekeller, voller Erwartung, hier den einen oder die andere anzutreffen, deren Gemeinschaft Sie mögen. Vielleicht wissen oder hoffen Sie sogar ganz gezielt, dass derjenige Mensch, der Ihnen besonders viel bedeutet, heute hier sitzt und womöglich sogar auf Sie wartet. Egal, welches Motiv Sie durch die rundbogige Tür in den Gewölbekeller führt, Sie finden hier mindestens ein Gegenüber, mit dem Sie Worte wechseln, Blicke tauschen oder dass Sie gut oder weniger gut riechen können. Nie werden Sie an Freitagabenden im Rabengewölbe alleine sein. Nie, behaupte ich. Und ich blicke in ein dunkles Kameraauge an diesem Freitagabend im August 2020. Die Rabentür ist verriegelt, bleibt verriegelt. Es nützt auch nichts, wenn ich die Augen schließe und mir vorstelle, dass, wenn ich sie wieder öffne, alles nur ein Traum war. Ich bin und bleibe heute Mutterseelen allein und muss auf Sie verzichten, liebe Rabengemeinschaft. Obwohl, liebes Publikum, liebe Freundinnen und Freunde der Kultur, es Jubiläum ist. 20 Jahre Rab. Prost! Santé! Zum Geburtstag Gesundheit, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Rabba, ein dreifach hoch auf dich. Ich gratuliere. Um Gottes Willen. Ich gratuliere und ich bin stolz darauf, dass es das Raab ohne mich nicht gäbe. Moment, mein Lieber. Sie sind seit 165 Jahren tot. Das Raab ist eben erst 20 geworden. Und doch, im Grunde genommen hat er recht. Er hat noch nie mit mir gesprochen, auch wenn er mir seit vielen Jahren im Nacken sitzt. Aber er scheint in der Tat der Einzige zu sein heute Abend, der seine Zeit mit mir verbringen will oder verbringen muss. Also nutze ich die Gelegenheit, Ihnen diesen wunderlichen Herrn, der behauptet, dass es ohne ihn das Raab nicht gäbe, vorzustellen. Sein Name ist Johann Kaspar Zellweger Gessner. Er kam im März 1768 in Trogen zur Welt und starb im Januar 1855 als ältester Trogner. Nach einer Ausbildung zum Kaufmann in Lyon lebte er in Genua und leitete dort die Textilhandelsfiliale seines Vaters. 1799 kehrte er mit seiner Familie nach Trogen zurück. Nachdem im Februar 1802 seine Eltern gestorben waren, kaufte er das etwa 40-jährige Haus von Bäcker Fessler auf dem Grundstück der Rabbau und ließ es auf den Luz Bühel, heute
Berg 16, versetzen. Er hatte zunächst gehofft, auf Neubauten verzichten zu können, aber die Objekte, die er im Visier hatte, waren nicht zu haben. Gemäß eigener Aussage sah er sich infolgedessen genötigt, zwei weitere Häuser und etwas Boden zu erwerben, um Platz zu schaffen für den Neubau des Fünfeckpalasts. So kam es, dass im Jahr 1802 zwischen dem Hinterdorf, dem Schäfli, dem Zellwegerschen Doppelpalast, dem alten Rathaus, das im Fünfeckgarten stand, und dem Oberdorf drei Häuser verschwanden, um zwei neuen, dem heutigen Landsgemeindeplatz 8 mit der Rabbau und dem Fünfeckpalast Raum zu geben. Johann Caspar Zellweger Gessner schreibt zum Neubau mit der Nummer 8. Auf dem Platz, wo früher das Haus stand, das ich von Fessler gekauft hatte, baute ich ein kleines, ganz solides, nur von Stein und Eisen gebautes Haus mit zwei übereinanderliegenden Gewölben, welches ich zu einer Schreib- und Kaufstube widmete. Eine Bleistiftskizze von Johann Ulrich Fitzi zeigt die Schreib- und Kaufstube um 1842. Das Gebäude war damals niedriger und hatte eine andere Dachform. Auch das Schäfli links davon sah anders aus. Das ebenfalls auf Fitzi zurückgehende Dorfmodell von 1830 bietet sogar eine dreidimensionale und farbige Sicht auf das Rabenhaus. Alle Fassadendetails des Sockels passen zum Sockel des Fünfeckpalasts. Ob hier der gleiche Baumeister am Werk war? Mir macht es Spaß, das Modell mit dem heutigen Zustand des Gebäudes zu vergleichen. Und ich freue mich darüber, dass es den Eingang in die Bar schon damals gab. Was jedoch hinter der rundbogigen Tür verborgen war, diese Geschichte bleibt noch zu erzählen. Wer weiß, vielleicht verrät mir Johann Caspar Zellweger Gessner eines einsamen Freitagabends mehr darüber. Liebes Publikum, Sie sehen den wunderlichen Herrn in meinem Nacken, den Campari, und mich sollten Sie nicht alleine lassen. Sobald ich alte Bilder betrachte und alte Bilder lese, mich in alten Mauern, Gassen und Gewölben bewege, Fenster und Türen öffne und mich in Stuckdecken vergucke, inspirieren mich die unzähligen Geschichten, die es noch zu erzählen gibt. Geschichten sind mein Lebenselixier. Aber Geschichten mögen nicht die Einsamkeit. Sie brauchen den Austausch, den Bazar oder Flohmarkt, das Theater, die Musik und die Bar am Freitagabend im Gewölbekeller. Sie brauchen Vielfalt und Offenheit, Kabale und Liebe. Sie brauchen das Leben. In diesem Sinne, liebe Rabbar, auf dass du in Bälde wieder pulsieren wirst und uns erhalten bleibst. Als Oase im Alltag, als Ort des Beisammenseins und des Austauschs untereinander, als Sammelbecken für gemeinsame Erlebnisse aller Art. Santé!